Es wirkt wie ein Albtraum, doch zum Glück sieht dieser Mann nur ein Theaterstück. Auf dem zentralen Platz der polnischen Stadt Bezin wird die Räumung des jüdischen Ghettos im Jahr 1943 nachgespielt. Damals treiben die Nazis die jüdische Bevölkerung hier zusammen. Die meisten der Juden von Bezin werden deportiert und ermordet. Wir wollen mit diesem Stück etwas über die Geschichte des Ghettos erzählen. Das ist ein Drama, von dem vor allem die jüngere Generation wenig weiß. Im August 1943 werden fast 30.000 Juden aus dem Ghetto von Bezin von den Nazis deportiert. Alle Ghettos in der Region werden damals gewaltsam geräumt. Das Holocaust-Drama spielen Berufsschauspieler zusammen mit Schülern und Studenten aus Bezin nach. Sie haben 3 Monate lang geprobt und eine Ahnung von dem Grauen bekommen, das sie darstellen wollen. Wir können dies nicht einfach nur spielen. Die Menschen haben das wirklich erlebt. Und ich fühle Angst und Schmerz. Fast alle Juden aus Bezin werden nach Auschwitz deportiert, das nur 50 Kilometer von hier entfernt liegt. Im Todeslager von Auschwitz-Birkenau werden sie fast alle ermordet. Unter den Zuschauern ist Stanislava Sapinski. Die 92-Jährige hat die Räumung des jüdischen Ghettos als junge Frau miterlebt. Die angsterfüllten Schreie erinnern sie sofort wieder an die Atmosphäre im August 1943. Die Juden in ihren weißen Hemden wurden zusammengetrieben. Sie trugen ihre Kippas und Kopftücher und sie beteten laut durch all den Lärm und das Geschrei hindurch. Nach einer guten halben Stunde lassen die Schauspieler das Holocaust-Drama mit einem Gebet und einem Lied ausklingen. Nicht zum ersten Mal haben sie Geschichte auf diese Art dargestellt. Vergangenes Jahr spielten sie den Einmarsch der Nazis in Bezin nach. Nächstes Jahr soll es etwas fröhlicher zugehen. Dann ist ein Stück zur Befreiung von Bezin geplant, zum Ende des Zweiten Weltkriegs.